Der erste Punkt ist, in der Technologie Drohne stecken noch ganz viele Chancen drin. Das heißt, wir haben noch längst nicht alle Potenziale ausgeschöpft. Der zweite Punkt ist, ressortübergreifendes Arbeiten ist notwendig. Das heißt, es ist sehr gut, im Gespräch zu bleiben, genau was wir heute gemacht haben. Ja, Standards müssen mit Anwenderverbänden, müssen mit dem Technologiethema, mit den Technologieexperten verheiratet werden. Und der dritte Punkt ist, wir lassen uns nicht ermutigen. Deutschland ist nicht abgehängt, auch wenn wir manchmal das Gefühl haben, hier passieren Sachen zu wenig. Aber da steckt viel technologisches Know-how noch drin, was nachhaltig nachher dazu führen kann, dass wir ein großer Player im Markt werden, und deshalb sehe ich das ganze Thema UAV und Drohnen in Deutschland sehr, sehr positiv. Spannendes Thema. Aus unserer Sicht, wir haben am Anfang auch lange darüber diskutiert, ob wir das ganze Thema UAV nennen, Unmanned Aerial Vehicle, oder ob wir das Thema Drohne nennen. Durchgesetzt hat sich der Begriff Drohne. Von der Luftfahrtindustrie, gesteuert von Firmen wie Boeing und Airbus, kam dann dieses Thema Urban Air Mobility ganz stark in die Diskussion. Aus unserer Sicht, und das hat die Runde eigentlich heute bestätigt, reden wir hier über eine Technologie, und das heißt Unmanned Flying Vehicles. Ja, also das sind Luftfahrtgeräte, die für unterschiedlichste Anwendungen genutzt werden können. Von daher kann klar dazu gesagt werden, eigentlich reden wir über genau das Gleiche. Ob wir es nachher Drohnen nennen oder Urban Air Mobility, spielt kaum eine Rolle. Drohnen in Städten sind noch ein Gebiet, was noch längst nicht ausgereizt ist, also eine Technologie, die noch viel zu wenig umfassend eingesetzt wird. Wir können Drohnen dazu nutzen, um ganz verschiedene Arten von Daten zu sammeln. Daten von Luftqualität, Daten übers Verkehrsmanagement, Geodaten können über Vermessungsingenieure mit Hilfe von Drohnen gesammelt werden. Und spannend wird es genau an dem Punkt, wo diese Drohnen miteinander vereint werden. In Dashboards, und die bieten dann die Möglichkeit, dass daraus Szenarien zum Beispiel entwickelt werden können, dass man überhaupt sieht, wie kann sich eine Stadt entwickeln. Daraus können auch Lösungen entwickelt werden, also durch diese Verheiratung dieser unterschiedlichen Daten. Das wird bisher viel zu wenig gesehen, und wir finden, das ist ein sehr, sehr wichtiger und spannender Ansatz, den wir auch auf der Messe im September zeigen wollen.